Wir hatten in den letzten 2 Jahren jetzt mittlerweile 16% Inflationsrate und da haben die Südtiroler Familien nicht nur wenige Euro zu schultern, sondern es sind mittlerweile tausende Euro pro Haushalt, die hier zu schultern sind, wo der Kaufkraftverlust zu verschmerzen ist und das wieder gut zu machen ist. Die Freiheitlichen haben einige Ansätze dahingehend in den Südtiroler Landtag gebracht, sind aber leider immer mit fadenscheinigen Ausreden gescheitert, niedergestimmt worden und es tut sich schlichtweg nichts. Lassen Sie mich dies mit einem saloppen Schülerspruch einfach auf den Punkt bringen. Alles in diesem Land wird teurer, nur die Ausreden der Südtiroler Volkspartei werden immer billiger. So kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Jetzt werden Wahlzuckerlen verschenkt, Leuchtkerzen gezündet und im Endeffekt nach den Wahlen werden diese Leuchtkerzen wieder abbrennen und unterm Strich passiert wieder gar nichts. Die Politik, wie gesagt, hat der Bevölkerung zu dienen und nicht umgekehrt. Und in diesem Sinne sind die Probleme der Südtirolerinnen und Südtiroler endlich mit Hirn und Hausverstand zu lösen. Und deswegen bin ich überzeugt, Südtirol kann es besser und vor allem die Südtiroler haben es sich besser verdient.